Hallo und herzlich willkommen bei Brigittes Stempelstelle. Ich bin Brigitte und ich zeige euch heute so eine kleine Massivverpackung. Die ist ganz arg schnell gemacht, wie immer. Meine Videos müssen immer schnell gehen. Und die ist jetzt wirklich ganz arg einfach. Ihr braucht dazu auch nur einen Streifen, 5 cm breiten Streifen DIN A4 Papier. Also die Breite von einem DIN A4 Papier ist 21 cm. Und euch reicht ein 5 cm breiter Streifen. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, ihr kriegt da dann wirklich ziemlich viele solche Anhänger aus einer DIN A4 Seite. Ich habe für diesen Anhänger oder halt Beileger oder was auch immer, kleines Goodie, Wassermelonenpapier genommen. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal einen Streifen. Das Stück muss 21 cm breit sein, sonst passt es nicht. Also, wie gesagt, die Breite 21 cm und ich schneide mir jetzt einen 5 cm breiten Streifen ab. Und das sind 2 Zoll. Und jetzt wird es gefalzt. Und zwar falze ich das bei 13 cm. Dann falze ich es bei 13,8 cm. Ich falze es dann noch bei 19,3 cm. Und bei 20,1 cm. Dann brauche ich noch ein Reststück in Flüsterweiß. Ich habe da schon eins, aber ihr braucht auch ein 5 cm breites Reststück in Flüsterweiß. Und jetzt benutze ich das Set Gartenzauber und die zauberhaften Anhänger. Das sind Thinlits, die passend sind zu diesem Gartenzauber-Set. Und ich benutze dafür heute diese Rose. Und zu der Rose gibt es auch noch diesen süßen Abschluss hier. Das zeige ich euch mal kurz bei dem Anhänger. Also den habe ich jetzt in Ferngrün, ist das, glaube ich, gemacht. Dann gibt es hier die tolle Ranke bei diesem Set. Der Dankestempel ist auch hier von dem Gartenzauber. Und hier habe ich die Rose ausgestanzt. Und dann gibt es hier noch den Abschlussstanzer, da könnt ihr nämlich dann die Rose auch rausstanzen aus dem Papier. Aber in unserem Fall, in unserem Projekt, brauche ich das hier unten ganz und hier oben brauchen wir es auch so, wie ich es gerade erklärt habe. So, jetzt ist es wichtig, ihr habt ja hier diese Falzlinien. Und die falze ich mir jetzt schon mal nach, damit ihr nachher wisst, welches vorne und welches hinten ist. Weil die unschönen Schnittkanten sind jetzt bei diesem Teil vorne. Und hier sieht es schöner aus. Und deswegen ist es wichtig, dass die Rose jetzt hier oben rausgestanzt wird. Und das lasse ich jetzt mal durch die Big Shot. Dann kann ich das hier rauslösen. Ich habe da auch diesmal kein Backpapier drunter oder auch kein Wäschetrocknertuch, was es ja als Hilfsmittel gibt, damit die Stanzteile sich leichter rauslösen lassen. Eigentlich löst sich das nämlich relativ gut so. Und ihr könnt es hier noch rausdrücken. Und jetzt stanze ich mir das auch noch zweimal in Flüsterweiß. Wie gesagt, aus einem 5 cm breiten Reststück. Zum einen stanze ich mir das jetzt hier noch mit diesem Abschnittshalter raus. Dann habe ich also hier dieses schöne Blumenstanzteil und stanze mir das jetzt nochmal aus, aber diesmal auf dieser Seite und wirklich nur den oberen Abschluss von der Rose. Und hier schneide ich mir dann den unteren Abschluss einfach mit meinem Papierschneider ab. Das sieht es so aus
Und hier runde ich dann noch die Ecken ab. Jetzt braucht ihr euer Merci, weil jetzt lege ich mir dieses Merci hier in die Mitte und schneide mir jetzt mit der Schere einfach hier gerade ein Fensterchen für das Merci aus. Und das mittlere Teil wird einfach so noch gekürzt. Und dann müsste das bei euch so aussehen. Das hier kann man noch umklappen. Das seht ihr nachher, wie das funktioniert. Und jetzt nehme ich mir meine Silikonunterlage. Und dann kommt hier doppelseitiges Klebeband hin. Dann ziehe ich da natürlich noch den Aufkleber ab. Und jetzt klappe ich hier das Teil nach oben und klappe die Teile nach unten und klebe so diesen Anhänger zu. Wenn ich dann fest drücke, dann kann ich hier mein Merci reinschieben. Und dann ist der Anhänger eigentlich soweit fertig. Aber er wird ja jetzt noch verziert, deswegen tue ich das Merci lieber noch mal raus. Und die Blume hier oben, die wird hier so drüber geklebt. Und das könnt ihr jetzt ganz einfach und schnell eigentlich mit einem Klebepunkt machen, also nicht nur mit einem, mit mehrere. Dazu knubbel ich die hier so ein bisschen ab und roll sie dann, wie wenn man knetet, dass man hier so eine Art Kneteschleife hat. Und das drücke ich mir dann auf das filigrane Teil. Und da mache ich mir dann nochmal zwei, drei. Hier bei den Blättern vielleicht noch eins noch. Und dann kann ich mir die Rose hier draufkleben. So, dann habe ich die nämlich hier oben schon mal fest. Hier unten mache ich sie mir mit Klebstoff hin. Dann nehme ich den Allzweckflüssigkleber von Stamping ab und gebe hier ein paar Tropfen oder Streifen drauf. Und dann kann ich die Rose auf das untere Teil von meiner Schachtel kleben. So. Hier kommt noch ein Spruch dazu. Und zwar habe ich da das Liebe Wünsche von dem Stempelset Gartenzauber drauf gestempelt, mal auf ein Reststück flüsterweißes Papier. Das stanze ich jetzt mit der Wortfensterstanze aus und mache rechts und links noch ein Fähnchen draus. Und jetzt nehme ich einfach hier noch ein Reststück schwarzes Papier und schneide es ein bisschen größer aus wie das weiße Fähnchen.
Und dann mache ich das noch mit Dimensionals hier drauf. Dann nehme ich am liebsten Mini-Dimensionals, die verstecken sich so gut, die sind so schön klein. Da kommen einfach zwei auf die Rückseite von dem Fähnchen. Dann wird das Liebe Wünsche hier drauf geklebt. Und kommt dann hier auch wiederum mit dem Allzweckflüssigkleber auf mein kleines Massivverpackunglein. So. Dann brauche ich hier nur noch mein Massiv wieder reinschieben. Und hier, das beschwere ich noch ein bisschen mit einem Acrylblock, bis das gescheit festgeklebt ist. Aber dann ist soweit mal meine Verpackung fertig. Und wie ihr seht, ist das eine ganz schnelle Verpackung für ein kleines Dankeschön. Oder hier habe ich auch noch Reststücke Designerpapier mal verwendet. Das kommt auch schön raus. Das ist auch mit diesem Stempelset gemacht und mit diesem Standset. Hier ist ein noch älteres Designerpapier und ihr könnt diese Anleitung wirklich super benutzen, um altes Designerpapier aufzubrauchen oder eine ganz schnelle kleine Verpackung, ein kleines Goodie, kleines Dankeschön. Da freut man sich das sicher drüber. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Anleitung, hoffe natürlich mal wieder, dass euch mein Video gefallen hat und wenn es so ist, dann lasst einfach mal einen Daumen hoch da, würde mich riesig freuen oder schreibt mir einen netten Kommentar unter mein Video. Alles Liebe, eure Brigitte.